Auch nach gut 2 Wochen schlagen die Begleitumstände des Spiels des FC Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden Wellen. Ist ein Fußballverein für die Taten seiner Anhänger verantwortlich zu machen? Das sogenannte Bremer Modell, bei dem der Bremer Senat bei Hochsicherheitsspielen zusätzliche Polizeieinsätze über die DFL abrechnen möchte, lehnt Innenminister Lorenz Kaffier grundlegend ab. Also das ist ein gutes Thema für einen Wahlkampf in Bremen, das ist ein gutes Thema für einen Stammtisch, es hat nur rechtlich wenig Bestand. Beim Koalitionspartner wird die Sachlage offensichtlich anders gesehen. Landesfraktionschef Dr. Norbert Nisieri regte Anfang der Woche an, auch in Mecklenburg-Vorpommern bei Spielen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko den Veranstalter, sprich den Fußballverein, für Polizeiarbeit über das normale Maß hinaus bezahlen zu lassen. Ich habe da keinerlei rechtliche Bedenken, denn in Bremen haben ehemalige Verfassungsrichter diesen Gesetzentwurf geprüft und ihn für verfassungskonform gehalten. Und steht Herr Kaffee offensichtlich alleine. Also ich würde da schon sagen, das ist rechtskonform. Dabei beginne die Pflicht der Vereine schon bei der Anreise der Fans. Die Gewerkschaft der Polizei sieht den Nisieri-Vorschlag kritisch. Es wird vermutet, dass die Sonderabgabe nicht bei der Polizei, sondern im knappen Landeshaushalt ankommen würde.